Sie sind hier, 13. Juli 2018, 16.21 Uhr, Lesedauer, 2 Minuten vergrößern verkleinern. Gareth Bale hat bei Real Madrid noch einen Vertrag bis 2022. Urheberrecht Getty Images. Gareth Bale grübelt noch immer über seine Zukunft. Ein Gespräch mit dem neuen Realtrainer Julen Lopetegui soll in Kürze Klarheit bringen. Bleibt Gareth Bale in Madrid oder verlässt auch er nach Cristiano Ronaldo die Königlichen? Der Offensivstar ist in der Entscheidungsfindung über seine Zukunft noch nicht wirklich vorangekommen. Bereits kurz nach dem gewonnenen Champions League-Finale gegen Liverpool hatte der Waliser gesagt, er müsse sich Gedanken machen, wie es für ihn weitergeht. Beim Radiosender Cadena Coop verriet Bale nun, dass er noch immer schwankt. Vielleicht bleibe ich, vielleicht gehe ich. Ich muss mit meinem Berater sprechen. Sicher ist, dass ich mehr Einsatzzeiten brauche, vor allem, dass er im Champions League-Finale nicht von Beginn an ran durfte, wurmt den Waliser noch immer. Ich war frustriert, sagte Bale, der nach seiner Einwechslung per Doppelpack das Endspiel entschieden hatte. In Kürze soll ein Gespräch mit dem neuen Realcoach Julen Lopetegui stattfinden, dann dürfte sich einiges geklärt haben. Sollte Bale tatsächlich Real verlassen, dürfte Manchester United in der Pole Position sein. In Madrid hat der 28-Jährige noch einen gültigen Vertrag bis 2022.